Die Inforadio Nahaufnahme. Der Wind hat an diesem Vormittag kräftig zugelegt. Gewitter kündigen sich an in der Gemeinde Tantow-Schönfeld, einem Ort im nordöstlichsten Zipfel der Uckermark, im Länderdreieck Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Polen. Die Windkraftanlagen auf der Anhöhe in unmittelbarer Nachbarschaft der Gemeinde laufen auf vollen Touren. Bürgermeister Andreas Meinke. Die Narbe ist in 138 Meter Höhe. Die Rotorblätter haben ungefähr 50 Meter, 40 bis 50 Meter, und sodass wir mit Spitze auf 180 Meter kommen. Also das sind schon hier ganz schöne Klopper, die hier 2,5 Megawatt erzeugen. Die 12 Turbinen des Windparks Schönfeld 1 können im Jahresdurchschnitt über 80.000 Menschen mit Strom versorgen. Denn Wind weht eigentlich immer in der Uckermark, zumal auf dieser Anhöhe, wo es freie Sicht über viele Kilometer gibt. Nicht von ungefähr will der ostdeutsche Ökostromerzeuger Enertrag weitere Windfelder in der Gegend errichten. Und bei den Tantoren rennt das Unternehmen inzwischen offene Türen ein. Bei Arno Weidemann beispielsweise, dessen Hof in Sichtweite der Windräder liegt. Der 70-Jährige hat es sich in einem Gartenstuhl bequem gemacht. Sein Leben lang war er Landwirt und heute steht eine der 12 Windmühlen auf seinem Feld. Windräder, sagt Arno Weidemann, hätten es ihm schon immer angetan. 1945 hatten wir ja noch keinen Strom hier. Da stand hier ein Stall. Da habe ich einen Reifen für ein Fahrrad, einen Dynamo angebaut mit Flügel dran und habe so etwas Strom erzeugt. Und habe späterhin für meine Kinder immer Windmühle gebaut. Ich habe da oben noch eine zu stehen gehabt, hinter den Bäumen. Also hat mich das schon interessiert, die Windmühlen. Dass sich heute vor seinen Augen 12 riesige Propeller in der Landschaft drehen, damit hat er kein Problem. Es hat ja auch finanzielle ganz gute Erlöse dafür gegeben. Für die Wege, die auf dem Feld gebaut worden sind. Und für den Grund und Boden, den die gekauft haben, die sind ja nicht schlecht bezahlt worden. Also alles da habe ich kein Problem mit gehabt. Und es gibt zwar Bauern, die das nicht wollen mit dem Straßenbau, aber die haben ja alle eine gute Entschädigung dafür bekommen, sodass keiner hier in Schönfeld gesagt hat, also ich mache da nicht mit. Wie hoch die Entschädigung für ihn persönlich ausgefallen ist, darüber schweigt Arno Weidemann lieber. Nach Angaben des Windkraftanlagenbetreibers Enertrag werden für die 20-jährige Pacht des Grund und Bodens für nur eine einzige Turbine schon mal eine halbe Million Euro fällig. Geld, das die Bauern ansonsten wohl niemals so einfach verdienen könnten. Und auch für die Gemeinden sind die Windfelder inzwischen zu einem großen Geschäft geworden. Über 40.000 Euro jährlich kassiert die Gemeinde Tantow vom Anlagenbetreiber allein für Pacht- und Nutzungsrechte öffentlicher Wege. In den nächsten Jahren kommt dann noch die Gewerbesteuer hinzu. Immerhin rund 150.000 Euro pro Anlage, verteilt auf 20 Jahre. Bürgermeister Andreas Meinke kann sich seinen Gemeindeetat gar nicht mehr vorstellen ohne die Summen von Enertrag. Wenn wir diese nicht hätten, dann würden wir jetzt schon in Schulden stehen. Ja? Wir werden nicht reich werden, aber wir können in etwa das Niveau halten, was wir jetzt haben. Man muss bedenken, die Landeszuweisungen werden absehbar um mindestens ein Drittel zurückgehen, sodass wir versuchen, mit diesen Maßnahmen auch in ungefähr die Finanzkraft der Gemeinde auf dem Stand zu halten, wie wir ihn jetzt haben. Und wir als Gemeinde Tantow können sagen, wir haben eine Schule, wir haben einen Kindergarten, wir haben einen Konsum, bei uns funktioniert die Feuerwehr. Ja, und ohne Geld ist das alles nicht zu machen. Windkraftgegner haben es da natürlich schwer, sich Gehör zu verschaffen, vorausgesetzt, sie melden sich überhaupt noch zu Wort. In Tantow-Schönfeld beispielsweise wurde der lautstärkste Kritiker in den Gemeinderat aufgenommen. Dort organisiert er nun die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, die beim Bau neuer Windräder gesetzlich vorgeschrieben sind. Bürgermeister Meinke erinnert sich natürlich auch an die heftigen Auseinandersetzungen zwischen Windkraftbefürwortern und Gegnern. Auch daran, dass der Windpark Schönfeld 1 beinahe noch in letzter Minute gescheitert wäre. Vogelkundler hatten auf dem Baufeld eine Trappe gesichtet. Die Ornithologen, die da die Trappe gesehen haben, die haben tatsächlich eine Trappe gesehen, das stimmt. Das war eine Trappe, die stand auf einem Bein, das andere war ein Holzbein, das war ein ausgestopftes Tier.
In Dauertal bei Prenzlau, dem Sitz des Windkraftanlagenbetreibers Enertrak, kann man ein Lied von solchen Erfahrungen singen, bestätigt Projektentwickler Jens Christen. Es gibt immer nur Hop oder Top bei Wind. Also entweder die Gemeinden sind dafür oder sie sind dagegen. Es gibt wenig Grautöne. Tanto gehört zu den Gemeinden, die dafür sind und die den Wechsel in diese neue Energiewirtschaft auch mitmachen wollen, die die positiven wirtschaftlichen Effekte für sich sehen, die aber auch hoffen darauf, dass natürlich der Gesetzgeber das entsprechend so ausrichtet, dass sie am Ende auch an günstigeren Strompreisen und Ähnlichem partizipieren können hier. Die Verlockungen des Geldes haben es für den Windradbauer Enertrak in letzter Zeit sehr viel einfacher gemacht. Noch stehen die Gemeinden zwar nicht Schlange, um auch ein lukratives Windfeld abzubekommen, aber wenn die Chance besteht, mit der Windkraft zu verdienen, schlagen viele Kommunen zu. So wie Tanto, wo das Unternehmen den Bau eines zweiten Windfeldes plant. In der Uckermark, würde ich sagen, kann man sozusagen 1000 Megawatt Leistung errichten. Noch jetzt obendrein zu dem, was da schon steht. Und das sind dann nochmal 300, 400 Maschinen in etwa. Und dann ist der Raum zu. Was aber in jedem Fall, und das ist für die Menschen, glaube ich, viel, viel wichtiger, eintreten wird, ist, dass die Region sagen wird, wir möchten das für uns selber nutzen. Wir wollen unsere Netze zurück, wir wollen hier einen vergünstigten Strompreis haben, weil wir die ganzen Belastungen haben. Wir wollen, dass nicht nur der Schaden des eingeschränkten Kulturlandschaftsbildes oder Ähnlichem hier, sondern auch der Nutzen hier bleibt. Aber Geld allein sei nicht alles, sagt Tantos Bürgermeister Andreas Meinke. Für ihn gibt es noch einen anderen Grund, bei der Windenergie richtig Druck zu machen. Wir haben ja noch in Rede stehen, sage ich mal, das mögliche Atomkraftwerk in Greifenhagen, Polen, Gryfino. Und wir versuchen derzeit, sage ich mal, auch so ein bisschen der Gegenentwurf dafür zu sein. Ja? Und zu zeigen, hey, liebe Nachbarn, guckt mal bei uns hin, es geht auch anders. Auch das andere hat seine Vorteile.